Jack Brabham, Graham Hill, John Surtees, Joe Sifford, Bruce McLaren und Pedro Rodriguez, sie alle jagen im Training nach der Bestzeit von Jochen Rindt. Rindt ist der erste Pilot, der auf dem Kurs von Rouen eine Runde mit mehr als 200 Stundenkilometer Schnitt fahren kann. 1 Minute 56,1 Sekunden. Das ist die Bestzeit und sie hält. Chris Amon im Gespräch und das ist Bruce McLaren. Pedro Rodriguez, Jochen Rindt. Jochen war im Vorjahr der Sieger eines gut besetzten Formel-2-Rennens von Rouen. Er kennt die Strecke, er kennt ihre Tücken, er weiß, wo man gewinnen kann. Jackie Stewart, sein großer Gegner. Jackie Oliver, der Fahrer Nummer 2 bei Lotus, hat einen Unfall, der zum Glück glimpflich für den Piloten abgeht. Der Lotus ist schrottreif. Und wenige Augenblicke später gibt es Alarm in der Brabham-Box von Rindt. Wie erklärt Jochen den Kurs? Der Start, da kommt man mit ca. 250 vorbei, bleibt im fünften Gang mit 240, geht in den vierten Gang hinunter mit ca. 230, da beschleunigt man wieder, bleibt im vierten Gang und es ist wieder 230 und man kommt da hier in die Spitzkehre, nimmt den ersten Gang, fährt mit 30 Kilometer, beschleunigt auf die vierte, geht kurz auf die dritte zurück, um die Kurve zu, dann wieder, bleibt man in der dritten, geht in die zweite. Nachher kommt man da hier auf die fünfte und erreicht da hier ca. 300 und bremst bei 200 Meter, um dann in den zweiten Gang zu gehen und da hier mit ca. 120 um die Kurve zu fahren. Und da hier, das ist vierte und gleich dann auch fünfte, also da hier fährt man ca. 260. Während der Begrüßungsrunde überlegt Jochen, wie lange wird der Wagen wohl diesmal halten? Viermal hintereinander hat ihn der Brabham Repco im Stich gelassen. Jochen, tut es Ihnen bereits leid, dass Sie für Jack Brabham unterschrieben haben? Das glaube ich nicht, weil wir alles andere finde ich, das Auto sehr gut ist. Es sind nur viel zu viele kleine Fehler und wir haben halt das ganze Pech, das man eben haben kann. Und jetzt zum Beispiel haben wir wieder die falschen Reifen oben und ich habe keine benutzten Reifen für den Regen. Also was waren die Ausfallsursachen in den bisherigen Grand Prix-Rennen von heuer? Bei Zandvoort war im Regen das Auto unfahrbar, weil wir ein Differential gehabt haben, das im Regen nicht sehr gut ist. Im Trockenen wäre es sehr gut gewesen. Und vorher haben wir mit Ventilen zu tun gehabt. Zweimal in Monaco bin ich in eine Leitplanke reingefahren. Und in Spanien haben wir eine neue Kühlerhaube gehabt, die war zu klein und da hat der Motor überhitzt. Was ist heute früh im Training passiert? Benzintank ist gesprungen, die Bremsen haben nicht funktioniert und der Drehzahlmesserantrieb ist rausgekommen, haben wir sehr viel Öl verloren. Ich muss gehen. Jackie Stewart fährt mit Allzweckreifen. Hoffentlich regnet es nicht. Jackie X setzt auf Regen. Er hat Regenreifen aufgezogen. Rennleiter Toto Rosch senkt die Flagge mit Verspätung. Viele Wagen haben neue Reifen bekommen, haben im letzten Augenblick ummontiert. Die Querruder am Heck der meisten Rennwagen dienen dazu, die Wagen bei Geschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometer auf der Bahn zu halten. Jochen Rindt mit Start Nummer 2 jagt den führenden Jackie Stewart. Stewart, der Sieger von Zandvoort, der große Pechvogel von Spa, Geheimtipp für die Weltmeisterschaft. Die ersten Regentropfen fallen, die Piste wird rutschig und immer glitschiger. Start Nummer 2, Rindt in zweiter Position und ihm folgt Jackie X im Ferrari. Am Beginn der dritten Runde verliert der Franzose Joe Schlesser im neuen, luftgekühlten Honda die Herrschaft über seinen Wagen. Der japanische Wagen jagt die Böschung hinauf, überschlägt sich zweimal und geht in Flammen auf. Über 200 Liter Superbenzin brennen. John Surtees, der Fahrer Nummer 1 von Honda, hat den Wagen erst vor einigen Tagen in Silverstone kurz erprobt. Er war gegen den Einsatz des noch nicht rennfertigen Wagens. Die Franzosen waren dafür.
übersteigerte Geschäfts- und Reklaminteressen waren für Joe Schlesser zum Verhängnis. Jack Brabham stoppt an der Box und nach 4 Runden ist auch Jochen Rindt da. Sein linker Hinterreifen ist kaputt und muss gewechselt werden. 2 Minuten währt dieser Stopp. Rindt wird ungeduldig. Endlich kann er wieder ins Rennen gehen. Zurückgefallen auf den 15. Platz. Der Regen wird nun immer heftiger und die Bahn immer gefährlicher. Jackie X hat die Führung übernommen. Ihm folgt Pedro Rodriguez im BRM. Krankenwagen auf der Strecke. Für Schlesser ist zwar jede Hilfe zu spät, aber 12 Zuschauer haben Brandwunden und müssen verarztet werden. Jochen Rindt kämpft sich tapfer durch das Feld. Er fährt den Wagen an der äußersten Grenze der Haftfähigkeit. Die Sicht für die Piloten wird immer schwerer. Jackie X und der Engländer Vic Elford sind die einzigen, die das Rennen ohne Boxenhalt ausfahren können. Krankenwagen auf der Strecke, immer noch die weiße Flagge. John Surtees kommt an die Box, um die Brillen zu wechseln. Und Jochen Rindt ist bereits endgültig out. Jochen, was war die endgültige Ausfallsursache? Die Tanks sind wieder gesprungen und das Benzin ist über mich gekommen. Und Sie haben Brandwunden rechts am Körper? Naja. Benzin. Und am Anfang war der Schlösserunfall. Und da bin ich scheinbar über ein Stück Metall drüber gefahren, hat mir auf den Reifen. Der 23-jährige Belgier Jackie X gewinnt den ersten Grand Prix seines Lebens. 2 Minuten zurück, John Surtees, zweiter und dritter.